Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier. Dommage. Bevor ich hier anfange, mal gucken. Also ihr müsst zum BGH fahren. Wir haben genug Mist, ihr könnt zur Kompo-Produktion gehen. Dann mal gucken, wie der Produkt beladen, Kuhstall, bis Kuhstall, also beladen. Das ist ein anderer Modus. Das ist Beladen-Modus, Beladen, Mist, Kuhstall. Müsste bei Standard sein. Das ist schon eine Weile her gemacht habe. Ups. Milch, Diesel. Abladen. Milch, Wandel. Beladen, Mist, Kuhstall. Hab hier auch, das geht aber beides hin, glaube ich, und ich werde mal schauen. Die andere Position als bei Kompost irgendwas, ich habe schon vergessen, auch schon nach 12 Uhr, wir haben jetzt mehr ja. Noch nicht mehr, aber halt, es geht jetzt mit mehr Fimantiersilage produziert. Den Punkt kann ich mal löschen. Also Kuhstall ist echt lange weg mit der Milch. Ups. Und da ist alles raus, so leer aus. Mais, Gras. Naja. Wie gesagt, mit Geschwindigkeit 2 ist ganz schön schnell für die BGH. So, wir fahren mal gleich weiter. Bauen wir vorher aus. Ups. Irgendwann haben wir genügend Geld, dann können wir uns ein bisschen Obst leisten, Plantagen. Jetzt haben wir Oktober, wir müssen das bis zum Winter müssen wir das gebaut haben. Irgendwo, wo wir Platz hätten, wo das nicht stören würde. Oder wir kaufen eine extra Fläche. Mal schauen. Das muss sich auch lohnen, ne? Zumindest versuchen das gleich mehrere Stationen zu machen. So, mal gucken, wie das ein gutes Stück hier heißt. Position. Komposter abladen. Ja, Produktion, Kompost abladen. Super Produktion. Abladen. Und dann machen wir auf Mist. Mais. Mist. Mist. So. Ich will nur gucken, klar, normalerweise arbeite ich auch nur voll belastet mit ne, mit Pro aktuell.
Da geht schon bald. So. So, Diesel haben wir noch 8000, das könnte man auch mal in Angriff nehmen. Strom. Stroh hat noch Zeit, das ist nicht so tragisch. Diesel müsste auch noch eine Weile reichen. Der war da mal durchschalten. Was noch anstehen könnte, Wasser fährt. Den wir auch noch ausfahren. Waschen, reparieren und volltanken, wegstellen. Der nächste Mais kommt garantiert im nächsten Jahr und wenn auch Sonnenblumen auch, ne? Denn mal die Sonnenblumenfelder, die aktuell hier sind, werden wir wahrscheinlich für Mais nehmen und später umgekehrt halt so im Groben ein bisschen schauen, von allem was genug da ist, ne? Irgendwas fehlt ja immer. Übrigens, ich wünsche mal schönen Sonntag, ne? Schon wieder soweit. Juckt das hier. Ist doch gewaschen. Trockene Haut. Kann auch sein. Ja, war auch wieder Montag, ne? Scheint Sonne zur Zeit. Oh, dann wird wieder Regen. Ein bisschen kühler an, na gut. Der Mai darf noch ein bisschen kühl sein, ne? So, Grasernte läuft auch noch. Halt aus dem Stehen. Na, das war nicht so gut. Das klappt nicht so gut. Aber er meldet nichts. Aber er steht. Aber sonst sollte nicht mehr stören. Aber ich kann ja kurz gucken, ne? Ah. Ah, ist das Ding voll mit Gras? Das ist voll. Was ist da drin? Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Das ist große. Ja. Neue. Piepse. Eier kommen auch nicht recht zusammen, ne? Ja, gut. 100% Gesundheit. Dann haben sie genug Futter. Richtige Menge vor allen Dingen. Anteilmäßig. Ja. Mal schauen. Der, wenn Gras voll ist. Gibt es noch eine Variante. Grassilage machen mit. Aber das brauche ich ja gerade. Das brauche ich ja gerade. Ich muss das auch nicht haben. Ja, mal schauen. Das Lager muss ich auch
längerfristig gesehen vergrößern. Der kleine muss da weg, da müssen zwei große hin. Repariert haben wir, ne? Ja. War alles? Repariert auch vorne? Na ja, gut, okay. Vorne nicht. Ah, nicht verkaufen. Waschen. Zum Schrank, kommen die rein. Schöne gelben Wagen. Hier ein Postauto. Wenn ich ein Auto mit Gelbfarben kaufen, da muss schon viel Rabatt geben. Man soll niemals nie sagen, ne? Viele kaufen es halt ja weiß. Weiß ist ja, naja, billig kann man auch nicht sagen, aber halt, ja, eine Grundfarbe halt, ne? Wahrscheinlich ist das ein Preiswert als die anderen Farben, aber wie gesagt, weiß ist ja so empfindlich. Wenn doch mal eine Stelle rostig ist, sieht man sofort, ne? Steinschlag genügt schon, also. Wenn du Autobahn fährst, dann hast du schon mal Risiko, ne? Oder Straße reicht ja auch schon. Ein Vorgänger und der Reifen so Stein ausfliegt. Gerade im Das passt ganz gut, ne? Hier kommen wir gut reingefahren, ne? Der Anhänger muss man irgendwann wieder raus, das passt nichts dazu. Ob man die anderen vorbeikommen. Also der Arm nicht so lang ist. So. Ja, machen wir mit Mais. Mit höherer Geschwindigkeit, das hat mir verarbeitet. Machen. Machen wir höher. Auf 5. Muss man jetzt entsprechend Glas und Weißilage reinkippen. Ich kann nicht sagen, wenn zum Beispiel jetzt die Lage voll wäre, dann wäre es ja, dann müssten wir handeln und leer fahren, also rausfahren, aber wir haben ja das. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin gerade zugedeckt. Aber wie man so sieht beim Mais, das geht schon gut. Kann schon Loch hingerissen hier. Das nächste Mais kommt frühestens im August oder ja, sogar später, ne? Oktober, September. Komm, bisschen rein. Da würde ich noch nicht irgendwo hinkippen. Die 500 Liter. Grassilageballen ist egal. Um 12:13 Uhr gibt es hier einen kleinen Stups, ne? Das wäre leer. Dann geht hier was rüber. Was haben wir jetzt überhaupt jetzt da? Wir mit hier Silage haben wir jetzt
20.000. Dann schon was. Momentan 2 Stunden. 3 Stunden jetzt. Belasse, dann müsst ihr noch reagieren, aber das lohnt sich jetzt nicht groß. Der Missfahrer. Wenn das klappt, nimmt er beides. Also auch die. Aber der Traktor hat, glaube ich, nicht beides drin. Nur Mist von den Kühen, aber das ist auch okay. Die machen ja am meisten Mist. Größeren Schwein. Schwein ungefähr ausgewachsen. 100 Kilogramm plus, also die größeren Tiere, die älter sind, ein bisschen schwerer. Ansonsten 100 Kilogramm ungefähr ausgewachsen. Wenn sie schlachtreif sind, ne? 100 Kilogramm. Man will ja praktisch, dass sie nicht so fett werden, ne? Und das sind die 100 Kilogramm ungefähr als Grenze. Gift Ärger. Fertiges Fleisch ist nicht so beliebt. Komplett wieder leer. Also das verarbeitete Zeug. Bin ja gespannt mit Robotan, ob das irgendwann die 30 weitere dann weggehen, ne? Oh, die Parkett gefahren. Komm, dann komm hinterher. Silage haben ja auch keine in dem Sinne, sind noch nicht genügend, um da jetzt rechts bekommen. Kann ich nur morgen hoffen, dass wir die Luzerne noch ernten können. Ah, unser Kalker ist fertig. Okay. Hier werde ich wahrscheinlich ein paar Lager hinbauen für die Lagerbahn, obwohl das eigentlich für hier ungünstig ist, weil der Stall nimmt das ja nicht an. Und einen weiteren Stall von Castor, der passt hier nicht her und außerdem kriegen wir das Geld für. Und da weiß ich auch nicht genau, ob das so funktionieren würde mit der Grassilage. Rein technisch gesehen ja, weil er das ja so meist plusmäßig macht. Aber ich weiß es noch nicht. Muss mal schauen, wenn das nachher da oben sieht man ganz gut aus, ne? Mais-Silage, Gras-Silage ist voll. Hier muss entsprechend jetzt auch was da sein. Lagergereste. Oh, das wollen wir was aktivieren hier. Lagergereste. Was fehlt da? Belasse. Oh Mann. Und aktivieren. Aktivieren. Das ist halt im Prinzip der Lagerrest, der es annimmt, ne? Sonst ist ja.
Im nächsten. Leider ist das ja, die Lage von 30.000. Das ist natürlich blöd. Gras, Gras. Zähne aus, haben noch nichts. Zähne frisch, das ist das. Naja. Wird noch ein bisschen dauern. Können wir mal ausmachen. Bevor wir hier weitermachen. Also Gras und Kompass zu fahren ist ja fast eine Sünde. Den Ballenpresse mit Dings da. Wo ist die jetzt? Da ist er. Man ist ein Sammeln, ne? Die andere ist da. Das ist die. Habe ich die nicht da oder habe ich die nicht verkauft? So lange her, wo ich Mais gemacht habe. Oder steht sie hier vorne? Hier könnte ich Gras reinbringen, ne? Jo. Aber das ist Quatsch. Gras kann man nicht einlagern. Ballenpresse ist hier auch nicht. Und verrückt. Ja, das bringt ja heute nichts weiter. Ich muss die Zeit vorlaufen lassen, dann geht's mir in der Stelle. Ich sag mal schönen Dank, dass Sie reinschauen. Schon einen schönen Rest Sonntag. Tschüss, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.